Du selber leidest unter Zahnarztangst oder vielleicht dein Partner, deine Kinder. Du kennst jemanden, der unter Zahnarztangst leidet, der aber das Ganze endlich mal durchbrechen möchte, weil er endlich wieder herzhaft lachen möchte. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Es freut mich extrem, dass du den ersten Schritt gemacht hast, dass du dir dieses Video einfach angeklickt hast, dir die Zeit nimmst, es anschaust, weil ich arbeite mittlerweile seit 25 Jahren mit Angstpatienten und das, was ich dir verraten darf, ist, du bist nicht alleine mit dieser Herausforderung. Es gibt viele, viele Menschen, die darunter leiden, nach Lösungen suchen, weil es ihnen einfach auch mittlerweile unangenehm ist. Sie sich schämen, einfach nicht mehr herzhaft lachen mögen, auf Familienfeiern, auf Fotos. Du kennst das alles. Und ich möchte dir in diesem Video einfach vielleicht 1, 2, 3 Tipps geben, wie du dich ja am besten vorbereiten kannst auf so einen Zahnarzttermin oder vielleicht einen neuen Kennenlerntermin, neuer Zahnarzt, neue Chancen. Der erste Tipp, den ich dir geben möchte, hör dich um. Such im Internet natürlich gerne nach Spezialisten, in Anführungszeichen Zahnärzten, die sich ein bisschen darauf fokussiert haben, Angstpatienten zu betreuen. Aber viel wichtiger ist es, glaube ich, nicht nur im Internet zu gucken, sondern auch dich umzuhören, damit du einfach eine gute Meinung bekommst. Denn schau, wenn jemand mit seinem Zahnarzt nicht zufrieden ist, dann wird er ihn dir nicht empfehlen, oder? Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du weißt, dieser Zahnarzt bietet dir Möglichkeiten an, deine Zahnarztangst zu überwinden. Zum Beispiel den Tiefschlaf, den Dämmerschlaf, dass du aktiv nichts mitbekommen kannst. Ich denke mal, aus meiner Erfahrung heraus ist das Allerwichtigste, dass du den ersten Schritt machst. Und bei mir in der Praxis ist es zum Beispiel so, dass ich ganz klar definiere, an dem ersten Termin, da passiert gar nichts. Da machen wir nichts mit deinen Zähnen, außer, dass wir uns kennenlernen, dass wir deine Krankengeschichte aufnehmen, deine Anamnese, ein Röntgenbild machen und natürlich bei dir in den Mund gucken, damit wir einfach wissen, was ist mit deinen Zähnen los. Und dann gehen wir einfach in Dialog, was möchtest du? Was möchtest du als ersten Step? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du selber vielleicht nicht zum Telefonhörer greifen kannst, dann such dir einen guten Freund. Aber jemand, der dich unterstützt, der dich aber nicht jetzt quasi zurückhält und sagst, ja, Zahnarzt ist schlimm, da geht keiner gerne hin, sondern der dich positiv pusht, der dich an die Hand nimmt, der sagt, komm, wir machen das, ich begleite dich, vielleicht auch deinen Partner, deine Partnerin, dieser Telefonanruf ist so der erste Step. Dann gehst du in die Praxis und dann nimmst du vielleicht auch diesen Menschen mit. In meiner Praxis ist das überhaupt kein Problem, weil 4 Ohren hören mehr als 2. Und ich kann es gut verstehen, mit diesem ersten Termin, du hast Angst, du fühlst dich unwohl, da rauscht alles in den Ohren. Du kriegst gar nicht alles mit. Und deswegen ist es immer extrem wichtig, dass da noch eine Person ist, die dich unterstützt, ein bisschen die Lauscher aufmacht und ein bisschen auf dich aufpassen kann. Kurzes Break. Eine Bitte habe ich an dich. Wir geben uns jede Woche extrem viel Mühe, um dir einfach Content zu geben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, mir was zurückgeben möchtest, dann würde ich mich total freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, die Videos likest und kommentierst. Gerne natürlich mit Family and Friends teilst, damit wir noch mehr bei YouTube in die Sicht kommen. Danke dafür. Weiter geht's. So, aber der entscheidende Moment ist auch, dass du willst, dass du dir einfach vorstellst, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Wie kannst du aussehen? Dass du dir einfach diese Zukunftsvision vorstellst, mit schönen Zähnen, dich wieder frei zu fühlen, wieder strahlend zu lachen. Und ich bemerke das immer wieder, wenn Patienten bei mir in der Praxis nach dem Tiefschlaftermin zur Kontrolle kommen und sie sagen, warum habe ich eigentlich so lange gewartet? Und das ist echt schön. Und das kannst du auch haben, dass du einfach sagst, ja, die Erfahrung, die viele Menschen einfach gemacht haben und dadurch einfach einen Switch gemacht haben im Kopf, das ist doof, das ist unangenehm, ich habe Angst. Viele Menschen haben Angst vor den unterschiedlichsten Dingen. Aber der entscheidende Moment ist auch zu sagen, ja, das war damals, aber ich greife heute an, um schöne Zähne zu haben. Verstehst du, wie ich meine? Du musst diese alten Geschichten auch so ein bisschen loslassen, um dem neuen, auch dem neuen Zahnarzt zum Beispiel die Chance zu geben, ganz neu mit dir anzufangen. Und das ist etwas, was eben aus der, ja, aus der täglichen Praxis, der Erfahrung, so der Unterschied zwischen den Menschen ist, die einfach immer wieder sich in die alten Geschichten zurück switchen und leiden und Angst haben, was ich auch komplett verstehen kann. Aber wenn jemand sagt, nee, ab heute, wissen Sie, ab heute fängt man ein neues Zahnarztleben an. Das ist cool, das ist toll und das ist nicht einfach, um Gottes Willen. Ich will darüber nicht
nicht judgen und nicht urteilen. Aber ich will dir eine Möglichkeit geben, was du machen kannst, auch im Kopf. Vielleicht nimmst du dir auch Musik mit, beruhigst dich, versuchst langsam zu atmen. Das sind viele Möglichkeiten, dich einfach runterzufahren, damit auch du endlich wieder schöne Zähne hast, lachen kannst, im Beruf nach vorne kommen kannst, einen neuen Partner findest, whatever. Hör dich um, geh das Ganze an, such dir jemanden, der hier oben auch die Festplatte ausstellen kann, in liebevoll gemeint, entweder mit Narkose. Ich biete die Analgosedierung an, wo die Menschen nichts mitbekommen, wo wir vor allen Dingen viele Behandlungsschritte, 4, 5, 6 in einpacken. Das heißt, du machst extreme Quantensprünge und du weißt danach, hast du erstmal einen riesen Berg geschafft und das kann dich beruhigen, dann kannst du stolz auf dich sein. Das ist etwas, was ich dir anbiete und wenn du wissen willst, wie der ganze Ablauf beim Tiefschlaf ist, klicke jetzt auf dieses Video, wo du die ersten Eindrücke bekommst. Bis dann!